Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt's was fantastisch Leckeres, nämlich Barbecue Tuna Rolls. Und das müsst ihr euch vorstellen wie so eine Pizza oder eine Art Calzone, die man zusammenrollt. Dazu eine leckere Barbecue Soße. Es schmeckt einfach fantastisch und los geht's. Für die Tuna Rolls brauche ich etwas Pizzateig, den ich dann ausrolle und mit Barbecue Soße und reichlich Tomatensoße bestreiche. Alles gut verteilen. Und jetzt kommt der Thunfisch. Der wird auch gleichmäßig auf den Pizzateig gestreut. Aber nicht zu viel, denn es kommen noch andere Zutaten dazu. Alles großzügig mit Oregano belegen. Und auch hier brauche ich Salz und Pfeffer. Obendrauf dann Käse. Und danach kommt so fast der schwierigste Part. Alles zusammenrollen und gucken, dass nichts auseinanderfällt. Und wenn das geschafft ist, dann in gleich große Stücke schneiden, auf ein Backblech platzieren und für ca. 15 bis 20 Minuten bei 170 Grad im Backofen ausbacken. So sieht das Ganze aus. Der Käse ist richtig schön verlaufen. Ich habe ja noch ein bisschen mehr drauf getan. Und nach ca. 20 Minuten sind die kleinen Babys fertig. Noch ein bisschen heiß sind sie, soll es aber auch sein. Und dann probiere ich direkt mal. Oh Mann, die sind so lecker. Diese Barbecue-Soße schmeckt man leicht heraus, soll es aber auch sein. Ich habe eine genommen mit Onion und ein bisschen Honey, also sprich Zwiebel und Honig ist ein bisschen drin. Das würzt das Ganze noch ein bisschen schön abfallen mit dem Oregano und ein bisschen Honig. Kommt das so lecker durch. Oregano, da habe ich ein bisschen mehr drauf getan, weil ich finde, bei einer Pizza oder jetzt bei dieser Pizza Roll sollte man das doch ein bisschen rausschmecken. Gehört einfach dazu und rundet das Rezept immer super lecker ab. Rezept unbedingt nachmachen. Ihr könnt mir die Fotos auch auf Instagram posten, wenn ihr nachgemacht habt. Es schmeckt super lecker, gerade fürs Wochenende. Wenn es so verregnet ist, so wie bei mir zumindest, macht es auf jeden Fall Sinn, sowas nachzumachen. Fürs genaue Rezept mit den Mengenangaben, Infobox aufklappen, da kommt ihr zum Rezept. Und wenn ihr Oregano braucht oder irgendwelche anderen Gewürze, schaut beim Shop vorbei. Unterstützt mich, das finde ich große Klasse. Vergesst nicht, diesen Abo-Knopf drücken, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das nächste Video kommt morgen, also reinschalten, nicht vergessen. Und euch einen guten Appetit. Now that we've come so far. They're going nuts about how happy we are. See the